Wort hat nun Sonja Steffen für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Mediationsrichtlinie der Europäischen Union verfolgt das Ziel, den Zugang von Einzelpersonen und sonstigen Wirtschaftsteilnehmern zu modernen Methoden der alternativen Streitschlichtung zu verbessern. Und wir EU-Mitgliedstaaten haben bis Ende Mai diesen Jahres Zeit, diese Richtlinie in das nationale Recht umzusetzen. Der uns heute vorliegende Entwurf des BMJ sieht ein entsprechendes Bundesgesetz vor. Und Ziel des Gesetzes ist es, die Mediation zu fördern und die außergerichtliche Konfliktbewältigung voranzubringen. Wir begrüßen alle grundsätzlich dieses Ziel, denn die entscheidenden Vorteile einer Streitbeilegung durch die Mediation gegenüber Prozess und Urteil sind folgende. Eine Mediation ist in der Regel kürzer und billiger als ein streitiges Verfahren. Außerdem entscheiden die Konfliktparteien selbst über das Ergebnis. Und dies fördert in aller Regel die Zufriedenheit der Beteiligten am Ausgang des Verfahrens. Untersuchungen haben auch gezeigt, dass durch die Mediation die Lösungen, die dort entstanden sind, länger halten. Und besonders Familienrechtler werden die Stärkung der Mediation zur Streitbeilegung sehr begrüßen. Denn gerade in hochemotionalen Familienkonflikten bietet die Mediation große Chancen. Sie macht nämlich vor allem dann Sinn, wenn es nicht nur darum geht, einen Streit irgendwie zu klären, sondern wenn die Beteiligten auch hinterher noch miteinander auskommen müssen. So weit, so gut. In den bisherigen, doch wie ich fand, schon sehr konstruktiven Gesprächen, die überfraktionell stattfanden, haben sich bereits entscheidende Schwierigkeiten bei der Erschaffung einer neuen gesetzlichen Regelung der Mediation gezeigt, die im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens zu klären sein werden. Frau Ministerin hat schon auf einige Punkte hingewiesen, die ich teile. Und ich möchte an dieser Stelle auf drei besonders wichtige Punkte eingehen. Beim Stichwort Mediation dachten und denken viele Menschen bis heute an einen Schreibfehler des Begriffes Meditation. Es geht jedoch hier nicht darum, bei Räucherstäbchen und Keksen Probleme zu diskutieren. Der Mediator soll nach dem Gesetzesvorhaben eine sehr entscheidende Aufgabe übernehmen. Er bringt die Streitparteien an einen Tisch und hilft ihnen, selbst zu einer Lösung zu kommen. Der Mediator muss auf die Interessen der Kontrahenten eingehen und er muss Menschen einschätzen können. Schließlich soll er eine Vereinbarung fixieren und diese soll dann auch noch vollstreckbar sein, das heißt die Wirkung einer gerichtlichen Entscheidung haben. Seit das Kabinett den Entwurf des Gesetzes auf den Weg gebracht hat, schießen Mediatorenkurse wie Pilze aus dem Boden. Und das macht uns auch gewisse Sorgen. Denn bislang schreibt das geplante Gesetz nicht vor, was ein Mediator gelernt haben muss. Wenn Politik und Gerichtsbarkeit jedoch Kontrolle abgeben, der Mediator aber nicht über eine fundierte theoretische Ausbildung und vor allem auch über einen praktischen Umgang und Erfahrung mit Menschen verfügt und insbesondere bei der professionellen Konfliktbeilegung, dann ist zu befürchten, dass sich am Ende der Stärkere durchsetzt und dass unbefriedigende Ergebnisse erzielt werden. Wir halten daher eine psychosoziale und bzw. oder einen juristischen Hintergrund des Mediators und ausreichende berufliche Erfahrung für unbedingt erforderlich. Und vor allem, wenn es in den Streitigkeiten um Kinder geht, ist besonderes psychologisches Einfühlungsvermögen gefragt. Wir meinen daher, dass es verbindliche gesetzliche Anforderungen für die Aus- und Fortbildung der Mediatoren braucht. Ich möchte nun auf einen weiteren Punkt eingehen, den Sie auch schon angesprochen haben, Frau Ministerin. Nach dem bisherigen Entwurf soll es unterschiedliche Formen der Mediation geben. Sie kann unabhängig von einem Gerichtsverfahren, im Verlauf des Prozesses oder auch mit einem Richter als Mediator ablaufen. Bei einem Scheitern der Mediation darf derselbe Richter dann nicht mehr selbst in der Sache entscheiden, wenn es eine gerichtliche Mediation ist. Gerade die eigentlich nicht gewollte Stärkung der sogenannten gerichtsinternen Mediation sehen wir kritisch.
Wir haben Sorge, dass mit der richterlichen Mediation die eigentliche Aufgabe der Justiz in den Hintergrund gedrängt wird. Und statt einen Streit zu verkürzen, können so Gerichtsverfahren durchaus auch in die Länge gezogen werden. Es entspricht auch nicht dem Bild des unabhängigen Richters nach dem Grundgesetz, wenn er erst als Mediator auftritt und anschließend nicht in der Sache entscheiden darf. Diese Einschränkung ist jedoch notwendig, um eine Voreingenommenheit des urteilenden Richters zu vermeiden. Die gewünschte Beschleunigung der Streitbeilegung und die gewünschte Kostenersparnis setzen daher voraus, dass der Schwerpunkt des Gesetzes auf der außergerichtlichen Streitbeilegung liegt. Und hierfür müssen im Gesetz zusätzliche Kostenanreize für eine außergerichtliche Streitschlichtung geschaffen werden. Und damit bin ich beim letzten Punkt angelangt. Eine Mediationskostenhilfe für die Nichtwohlhabenden ist bislang im Gesetz nicht vorgesehen. Sie haben da schon darauf hingewiesen, dass das natürlich auch Probleme mit sich bringt, weil es finanziert werden muss. Aber ich halte die Mediationskostenhilfe im Familienrecht und besonders im Familienrecht für unbedingt angebracht. Da gibt es ja die üblichen Regeln. Hier ist der Gesetzentwurf aus unserer Sicht bislang nicht mutig genug. Wenn das geplante Gesetz zudem noch parallel dafür sorgt, dass Mediation im Gericht und zudem noch kostenlos angeboten wird, werden die Parteien verständlicherweise sagen, zur Not machen wir die Mediation eben im Gericht. Dies führt dann nicht zu der gewünschten Entlastung der Gerichte. Und daher müssten auch die Länder ein Interesse daran haben, eine außergerichtliche Mediationskostenhilfe bereitzustellen. Der Gesetzentwurf ist ein guter Ansatz und zeigt die Bedeutung, die Mediation in unserer Gesellschaft zukünftig haben soll. Klare gesetzliche Regelungen erhöhen die Transparenz und werden auch den Zugang zur Mediation erleichtern. Aber dazu bedarf der vorliegende Entwurf der Überarbeitung, denn, Sie haben es richtig gesagt, wir betreten gesetzliches Neuland. Ich hoffe daher, dass wir konstruktiv zusammenarbeiten und zu einem guten Ergebnis kommen werden. Vielen Dank.